Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht. Und wir sind erstmal alleine hier im Radio bei 1 Live. Und ungefähr so in 4-5 Minuten kommt das wieder Fernsehen dazu. Da tanzen jetzt noch schöne japanische Menschen im Fernsehen. Das sehe ich hier auf meinem Monitor. Ja, also 0800 220 5050. Freie Themennacht. Michaela ist die Erste. Hallo Domian, grüß dich. Und du bist 25. Ja, das ist korrekt. Um was geht's denn? Es geht darum, dass ich ein gesundheitliches Problem habe. Mhm. Das habe ich seit 1,5 Jahren und habe dafür auch schon einige Ärzte aufgesucht. Ich glaube 8-9 Stück. Was ist denn das für ein Problem? Es ist nicht ganz, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ja. Es ist nicht ganz einfach, das zu erklären. Also viele sagen, es wäre eine bakterielle Entzündung. Andere haben auch schon von Furunkel gesprochen. Mhm. Und das äußert sich halt eben so, dass, musst du dir vorstellen, eine Art Pickel, aber eben halt schlimmer, weil das also auch dick wird und anschwillt. Und wo überall am Körper? Ich habe es im Moment unter den Achselhöhlen und auch zum Teil im Intimbereich. Ja. Und die Entzündungen sind zum Teil dann so schlimm, dass die dann vom Chirurgen aufgeschnitten werden müssen. Also das sind richtige Schwulste? Dick? Weiß ich nicht, ob man das so nennen kann. Also ich weiß nur, dass es also sehr dick wird. Es ist also auch sehr schmerzhaft. Wie dick wird es? So wie ein Hühnerei? Oder? Fast, ja. Mhm. Also unterm Arm ist es sogar noch schlimmer. Also da ist es dann eben halt noch größer. Ja. Und es sind, wie gesagt, halt auch unerträgliche Schmerzen. Und dann bleibt eben halt nur der Weg zum Chirurgen, dass er die Entlastung gibt durch einen Schnitt dann halt. Ja. Dass die ganze Entzündung eben halt rauskommt. Und da kommt Eiter raus dann? Richtig, genau. Und Wasser zum Teil. Und ich habe vielleicht den Glück, dass es dann abheilen tut. Aber es ist dann auch meistens schon so, dass es dann sich wieder entzündet und dann geht das Ganze wieder auf. Ja. Und ich habe immer halt das Problem, dass ich da sehr schwer mit umgehen kann. Es ist zum Teil auch so, dass ich Migränepatientin bin. Da hatte ich schon Schwierigkeiten, das zu akzeptieren mit meinen jungen Jahren. Aber das liegt bei uns halt in der Familie. Und jetzt habe ich eben diesen Mist, wie ich das jetzt mal so formuliere, dazu gekriegt. Und kein Mensch weiß, wie das kommt. Nein, überhaupt nicht. Ursache ist nicht feststellbar. Ich habe jetzt letztens auch nochmal einen Gesundheitscheck durchgeführt. Und außer Schneiden kann man alles machen? Nein, kann man nichts machen. Ich habe also jetzt schon mit Antibiotikum versucht. Aber das vertrage ich leider nicht. Und habe jetzt im Moment eine Enzymtherapie hinter mir. Das sind verschiedene, also Tabletten, die du dann in einer bestimmten Dosis nehmen musst, aber die schlagen auch nicht an. Das heißt, du stehst da und weißt nicht, was du machen sollst, hast diese sehr unangenehme Erkrankung seit 1,5 Jahren, die ja auch gewisse Hemmungen wahrscheinlich verursacht, ne? Vor allen Dingen, wenn man das im Intimbereich hat. Ja, also ich bin seitdem sehr zurückgezogen, stoße also auch Familienmitglieder von Kopf. Mein Vater macht sich da sehr große Sorgen, aber es ist eben halt so, dass man, wenn man betroffen ist, eigentlich gar nicht darüber reden will, weil man eben halt selber nicht mit klarkommt. Sag mal, ich überlege gerade etwas. Es gibt ja in Deutschland wirklich für alles mögliche und unmögliche Selbsthilfegruppen. Ich habe im Internet schon recherchiert. Ja. Da gibt es eine Internetseite. Die nennt sich, glaube ich, Med1 oder so. Da ist also dieses Thema auch angesprochen. Und da habe ich also auch Betroffene selbst nur gelesen, also selbst noch keinen Kontakt gehabt. Ja. Da habe ich fest also gelesen, dass eine schon 16 Jahre damit lebt. So, ich mache jetzt mal folgenden Vorschlag. Ich möchte, dass du jetzt mit meiner Psychologin weiterredest. Ja. Und die soll sich mal ein bisschen kundig machen. Die hat das Gespräch jetzt auch mitgehört. Mhm. Ob es für ähnliche Erkrankungen oder die so in diesen Bereich kommen, wirklich ansprechbare Gruppen gibt, vielleicht sogar in deiner Umgebung. Denn das hielt ich für ganz interessant, wenn du mit Leuten zusammenkämst, die etwas Ähnliches haben oder das Gleiche vielleicht sogar, um sich einfach auszutauschen. Ja, es ist auch, denke ich mal, interessant, ob es überhaupt was dagegen gibt. Genau, und je mehr Betroffene zusammenkommen, desto eher kann man das rauskriegen. Richtig. Also, du legst jetzt mal auf, bitte. Ja. Und die Heide, das ist meine Psychologin heute Nacht, ruft dich an. Mhm. Okay, in Ordnung. Dann wünsche ich von Herzen alles Gute und hoffentlich triffst du auf ein paar Leute. Ja, also ich möchte es gerne weghaben, weil ich also sehr zurückgezogen auch lebe. Kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir gut vorstellen.
Alles Liebe, Michaela. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.05 Uhr und 45 Sekunden. Der Fernsehvorspann läuft und das heißt, jetzt würde ich mal gleich Guten Tag sagen zu den Fernsehzuschauern. So, meine Lieben, Fernsehzuschauer, ich grüße euch auch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir bitten die kleine Verspätung zu entschuldigen. Ich freue mich, dass ihr da seid und frage gleich ganz frei und keck heraus, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050. Und der nächste Anrufer ist, ich frage meine Regie, mit, ja, da bin ich mit Manfred verbunden und Manfred ist 55 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Manfred. Ja, hallo Domian. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass ich seit ungefähr 4 Jahren meine Frau betrüge. Mhm. Und warum? Weil ich mit ihr sexuell nicht das bekomme, was ich so mit einer anderen Frau bekomme. Ja, wie lange seid ihr verheiratet? Seit 14 Jahren, seit 89 Jahren. Manfred, meine Regie bittet dich, das lese ich ja gerade, dass du ein bisschen lauter sprichst oder ja, den Telefonhörer ein bisschen näher an den Mund nimmst. Ja, okay. Ja, so ist viel besser, ja. Gut, okay. Also seit 14 Jahren verheiratet. Mhm. Sexuell irgendwie die Luft raus aus dem Ganzen, kann man das sagen? Also, vielleicht war sie nie richtig drin. Oh, nie? Also ich habe, also ich bin 54, ich habe geheiratet, also so ungefähr mit 39 und ja, oder 41, Entschuldigung, mit 41 ja, und da, ich habe natürlich auch schon andere Sachen vorher erlebt, mhm, nicht, und so, jetzt Dinge, hast du, die ich mit meiner Frau nicht erlebt habe, die sie nicht mit mir erleben wollte. Zum Beispiel? Also, orale Liebkosung. Das macht sie nicht. Nein, das möchte sie an sich nicht haben und macht sie bei mir auch nicht. Ach, sie möchte es an sich auch nicht haben? Nein, nein, absolut nicht. Warum nicht? Weißt du das? Habt ihr darüber gesprochen? Ich habe mit ihr darüber gesprochen. Nein, das ist für sie kein Thema. Nein, das möchte ich nicht. Ja, ja, ja. Ich kenne auch sie ist in den Dingen sehr bestimmend und nein, das möchte ich nicht. Was für ein Sex passiert denn dann überhaupt zwischen dir und deiner Frau? Also die übliche Nummer, 0815? Die übliche Nummer früher in der Missionarstellung, mhm, seit ein paar Jahren auch so in der Stellung, dass ich hinter ihr bin. Mhm. Und das ist es dann. Das ist es dann. Möglichst schnell auch, möglichst schnell, weil sonst hat sie keine Befriedigung. Ja. Gar noch im Dunkeln? Nein, nein, nein. Das nicht. Das nicht. Also es muss auch nicht die Decke drüber sein und so. Naja, hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Naja. So, jetzt hast du seit vier Jahren eine Freundin. Also wirklich eine Freundin oder betrügst du sie mit verschiedenen Frauen? Nein, eine Freundin. Eine feste Freundin? Eine feste Freundin. Eine Sexfreundin oder ist das auch schon mehr? Nein, eine reine Sexfreundin. Reine Sexgeschichte? Ja. Wie oft besuchst du die Sexfreundin? Wir sehen uns alle paar Wochen früher, manchmal 2-3 Mal in der Woche, aber jetzt nicht mehr so häufig. Ja. Es sind ein paar berufliche Dinge, die daran hindern, dass wir uns häufiger sehen. Ja. Wie alt ist die Freundin? Gleichaltrig mit meiner Frau. Und wie alt ist also deine 50. Frau? Ach, 50. 50, mhm, ja. Ist die Freundin auch gebunden, so wie du? Ja, sie ist auch verheiratet. Und das ist so ein ganz heimliches Ding, was ihr da abzieht? Ja. Ich gehe davon aus, wenn das so viele Jahre läuft, dass das sexuell für dich schon sehr interessant ist. Ja. Ja. Das heißt, Oralsex ist absolut angesagt? Ja. Was ist noch da, was du sehr toll findest, was du vermisst bei deiner Frau? Also oraler Sex, dann vor allen Dingen die Möglichkeit des aussondernden Sexes. Also meine Frau möchte gern schnell, dass ich mich schnell bewege. Ja. Ich habe einmal von einer Frau gezeigt bekommen, gelernt bekommen, ja, mich sehr langsam und gefühlvoll zu bewegen. Das ist ja auch die ganz hohe und tolle Kunst der Liebe, finde ich, es sehr langsam zu machen. Das mache ich. Ja. Der Genuss letztendlich auch. Wie? Und auch der große Genuss. Dass, ja, ich habe einen wahnsinnigen Genuss dabei, mit meiner Eichel, also alles in ihr zu erspüren, alles in ihr festzustellen und zu empfinden. Und habe damit die Möglichkeit,
anderthalb Stunden lang den Akt durchzuführen. Ich komme auch, und es mag sein, dass durch häufige Onanierpraxis ich natürlich auch dann gut trainiert bist. Ja, eigentlich nur kurze Momente habe, nachdem ich gekommen bin, dass ich mal einen kleinen Moment der Ruhe brauche, weil Überreizung natürlich da ist. Aber dann bewege ich mich wieder weiter und komme wieder schnell in einen normalen Rhythmus. Und also, das hört sich schon toll an und für dich sehr befriedigend an. Ja, es gibt natürlich eine Geschichte. Ich finde es nicht wichtig, aber die Frau findet analen Sex auch schön. Die Sexfreundin? Ja. Ja. Und das machst du auch mit? Das mache ich mit. Ja. Das macht mir natürlich auch Spaß. Ja. Und auch, und wir sind jetzt dabei zu überlegen, es gibt da einen Bekannten von ihr, auch mal ein Duo zu machen. Ja, ein Dreier. Ja, ein Dreier. Nicht? Ja, also ja. Dass ein Mann sie von vorn und gleichzeitig ein, also der andere Partner, ein anderer Mann sie von hinten. Also befriedigt. Das ist dann schon ein sehr vielfältiges und vitales Sexleben, was du da erfährst. Ja. Dieses läuft, ich gehe davon aus, völlig geheim gegenüber deiner Frau. Ja. Mhm. Ja. Hast du? Also sie hat das mal mitgekriegt vor 2 Jahren. Aha. Und ich habe dann das große Ehrenversprechen gegeben, dass Schluss ist und nix ist und so weiter. Oh, aber das hast du gebrochen. Ja. Hast du schlechtes Gewissen? Ja, das ist eigentlich mein Problem. Mhm. Also wenn ich jetzt mit dir drüber spreche und so weiter, natürlich, und das ist mir auch bewusst, dass es, aber mein großes Problem ist, dass ich eigentlich inzwischen in einer Situation bin, wo ich sage, diese Treffen mit dieser Frau sind für mich wie als wenn ich in ein Fitnessstudio gehe oder als wenn ich einen Sport mache. Ja, ja. Weil für mich ist da im Kopf etwas, das ist für mich eine ganz normale, notwendige Geschichte. Das gehört ganz normal zu deinem Leben. Dazu möchtest du, dass es dazu gehört, findest du aber in deiner Ehe nicht. Also eigentlich eine ganz fatale Situation. Mhm. Die besonders fatal natürlich dadurch ist auch noch, dass du auch noch dein Ehrenwort gegeben hast, dass du es nicht weitermachst. Ja. Warum hast du damals nicht, du bist ein erwachsener Mann, gesagt zu deinem Vater, pass mal auf, lass uns einfach einen neuen Weg suchen. Unsere Sexualität läuft nicht so. Das wird von meiner Frau, die sagt in solchen Fällen, das habe ich also auch, das habe ich auch schon 96 Mal, als es schon mal eine Ehekrise gab, da sagt sie, du, hör mal, wir kennen uns jetzt fast 20 Jahre. Mhm. Wir waren sehr lange unverheiratet zusammen. Mhm. Es war immer in Ordnung und warum auf einmal nicht mehr? Ja, was gut. Ist in dich gefahren? Was ist mit dir los? Keine Diskussion. Keine Diskussion. Ja. Also sie, auch keine, sie hat keine Möglichkeit, mal eine Eheberatung aufzusuchen. Auch nicht. Mal solche Dinge mal zu besprechen. Also sie macht völlig dicht. Sie macht dicht, sie macht zu. Sie sagt, das ist für mich kein Thema. Was ist mit dir los? Was ist in dich gefahren? Dennoch würde sie es aber auch nicht tolerieren, wenn du sagst, ich hole mir das woanders. Nein. Nein, das wäre kein Thema. Das wäre wahrscheinlich eine Katastrophe, wenn sie das erfahren würde. Ja, ja. Ja. Liebst du denn deine Frau schon? Intellektuell wahnsinnig. Wahnsinnig. Mhm. Das ist natürlich jetzt eine Situation, wo man sagt, die ist eigentlich überhaupt gar nicht mehr lösbar. Entweder macht man das so weiter und du holst dir da deine Sachen und das hat mit deiner Ehe eigentlich ja nichts zu tun. So habe ich es verstanden. Intellektuell und geistig hat es mit deiner Ehe nichts zu tun, oder? Mhm. Ist so. Ja. Ja. Du holst dir deinen Sex. Ja. Und das läuft halt so weiter. Ja. Ich find's traurig, dass es so ist. Ich find's toller, wenn man das in der Ehe besprechen könnte und sagen würde, jeder geht so seinen Weg, aber wir beide gehören zusammen. Ja. Aber dazu gehört sehr viel Größe von beiden Seiten. Ja, eine Lösung, ja. Das ist die tollste Lösung. Ja. Ja. Naja. Andererseits, wenn du da, was wäre mit dir, wenn du da jetzt drauf verzichten müsstest? Ich würde Bordelle besuchen. Und ich würd irgendwo sehen, wo ich die Dinge. Nein, wenn du gänzlich verzichten müsstest. Wenn du jetzt sagst, ich verzichte auf das, auf alles und passe mich wieder ganz meiner Frau an. Wie würdest du dich dann fühlen? Ja, das wäre ein Verlust. Wäre ein großer Verlust. Würde das letztendlich doch auch große Auswirkungen auf die Ehe haben, letztendlich?
Ich würde einfach spüren, dass ganz große Sachen an mir vorbeigehen, ich nicht erlebe und verzichten muss. Also gibt es nur zwei Wege. Es gibt nur zwei Wege. Es gibt den einen Weg, dass du das deiner Frau offenbarst, was vermutlich, so wie ich es gerade einschätze, zur Folge haben würde, dass vielleicht sogar die Katastrophe. Ja, vielleicht sogar die Ehe kaputt gehen würde. Ja. Oder du fährst deine heimliche Welt weiter und bist dann auch entspannt in deiner Ehe. Ist ein Modell, was sicher viele machen, was kein gutes Modell ist. Aber mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Wenn sie nicht dazu zu bewegen ist und du sagst, wir führen irgendwie so eine offene Ehe. Nein, dazu ist sie nicht bereit. Das ist ziemlich weit. Also hast du die beiden Möglichkeiten. Wähle. Ich weiß, wie du wählen wirst. Du wirst es so weitermachen. Naja. Und in einer gewissen Weise werden dich viele Leute verstehen können. Was eigentlich traurig ist, dass es so ist, aber es ist halt in vielen, 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 vielen Ehen so oder Beziehungen. Du bist da bestimmt erfahrener. Hast da mehr gehört. Ja, deswegen sage ich, die Alternativen sind die ich gerade beschrieben habe. Ne? Ja. Mehr ist nicht zu machen. Ja. Lieber Manfred, mehr kann ich nicht sagen. Okay, danke. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben eine freie Themennacht. Morgen haben wir eine feste Themennacht. Morgen heißt das Thema Geschichten rund um den Bauch. Dann möchte ich gerne mit euch reden, vielleicht über schwere Erkrankungen im Bauchbereich. Vielleicht über Schönheitsoperationen am Bauch. Oder vielleicht über den Bauch als erotische sexuelle Zone, vielleicht auch über Blähungen im Bauch. Die plagen ja auch viele Menschen. Alles, was mit dem Bauch irgendwie zu tun hat, Geschichten rund um den Bauch. Das ist unser Thema morgen. Jetzt bin ich verbunden mit Karin. Und Karin ist 43 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Karin. Dein Thema. Ja, mein Thema ist, ich habe Fibromyalgie und der Schmerz bringt mich um. Du erklärst uns, was das ist. Fibromyalgie, das ist, oder das deutsche Wort heißt einfach Weichteilrheuma. Ja. Und zwar ist das an Muskelansätze und es tut auch die Haut weh. Also zum Beispiel, wenn man, normales Anfassen oder etwas kräftiges Anfassen verursacht starke Schmerzen. Oder wenn ich ganz schlimme Tage habe, also ich würde sagen, kostet mich Überwindung, mich zu duschen und abzutrocknen. Mhm. Also dann fange ich an, so leicht mich abzutupfen. Also weil das, allein das Wasser, das auf die Haut kommt? Das Wasser alleine, das geht noch. Der Druck? Nachher der Druck beim normales Abtrocknen, ohne dass man sich jetzt richtig abrubbelt, sondern das ganz normale Abtrocknen verursacht starke Schmerzen. Verursacht dann quasi auf dem ganzen Körper Schmerzen? Ganzen Körper Schmerzen. Ja. Also ich wüsste jetzt keine Stelle momentan, wo ich, ja die Kopfhaut momentan, die tut mir nicht weh. Ja, aber Kopfhaut und Gesicht tut mir momentan nicht weh. Aber ab Hals, Schultern, Gelenke, Hände, Beine, alles. Gesäß, alles, Füße, tut alles weh. Alles. Wie lange hast du die Krankheit schon? Seit 10 Jahren. Also seit 10 Jahren weiß ich, dass ich diese Krankheit habe. Ich habe vorher schon Schmerzen gehabt an Schultern, Nacken, ne? Ja. Und ist wahrscheinlich vermutlich dann in den 10 Jahren noch immer schlimmer geworden. Ja, man hatte mir gesagt, also mein Arzt hatte mich hingeschickt zum Rheumatologen und hat gesagt, also wenn es diese Krankheit ist, dann kann man ihnen helfen. Mhm. Aber dem war nicht so. Und von dem Tag an, wo ich es wusste, wurde es schlagartig schlimmer. Das heißt, man konnte dir nicht helfen, obwohl es die Krankheit war? Obwohl es diese Krankheit war, konnte man mir nicht helfen. Sag nochmal den Namen. Fibromyalgie. Ja. Wie wird denn diese Krankheit behandelt? Die Krankheit wird nur durch, man kann eben Massagen, Akupunktur kann man probieren. Ja, also keine starken Medikamente, das geht? Und, ja, starke Medikamente, Opiate. Ach so, ja, Opiate sind ja letztendlich schmerzlindernde, also es gibt keine heilenden. Es gibt keine heilenden, man kann diese Krankheit auch nicht heilen. Mhm.
Ist das ein, das habe ich am Anfang nicht richtig, das ist ein, eine rheumatische Erkrankung. Eine rheumatische Erkrankung. Ja. Welchen Verlauf nimmt diese Krankheit? Hat man dir das erzählt? Weißt du das? Also ich bin schon des Öfteren in Kuren gewesen und habe auch schon eine Frau gesprochen, die auch schon mal für ein Jahr im Rollstuhl saß. Das heißt also, wenn es ganz schlimm wird, könnte das passieren? Ja. Kann man an dieser Erkrankung auch sterben? Ja, ich denke durch die Depression, die man stellenweise kriegt. Also durch die seelischen Folge? Durch die seelische Folge, wo man auch sagen kann, dass die Krankheit auch wirklich psychosomatisch ist, ne? Ja. Also mit psychosomatisch. Also wenn irgendwelche Schicksalsschläge oder wenn man von Familien bombardiert wird, die also Familientwist, sagen wir mal so. Mhm. Dann schlägt das besonders. Um es fein auszudrücken. Ja, dann schlägt das besonders auf die Krankheit. Das schlägt sofort auf die Krankheit. Hast du eine Familie? Ich habe eine Familie oder vielmehr, ich habe sogar zwei Familien, also meine eigene Familie, also Mann und Kinder. Ja, wie viele Kinder hast du? Zwei. Aber kannst du denn dann so überhaupt einen normalen Haushalt führen mit der? Nein. Das geht alles gar nicht. Nein. Du hast eine es hilft dir jemand? Meine Familie. Die Familie hilft dir? Meine Familie. Mhm. Also Eltern, Verwandte? Eltern nicht. Also da muss ich sagen, habe ich, was ich lange immer gesagt habe, also solange meine Eltern leben, möchte ich zu jedem Geburtstag hingehen, habe ich jetzt gesagt, so, es verursacht mir Schmerzen. Also die Eltern leben aber noch? Und die Eltern leben noch, aber die verursachen mir Schmerzen. Weil der Kontakt nicht gut ist? Ja, es kommen dann immer solche Scherze, so meine Mutter erzählt mir von sämtlichen Leuten, die Krankheiten haben und auch Opiate nehmen. Mhm. Und dann sage ich, hallo, ich war immer das Nesthäkchen und habe immer gedacht, meine Mutter, trotz dass sie alt ist, hat Interesse an mir und sag ich, du, ich auch, ne? Ja. Also erzähl mir nicht. Also du hast das Gefühl, dass du da nicht so ernst genommen wirst mit deiner Krankheit, wie du eigentlich das Gefühl hast, ernst genommen werden zu wollen. Du hast am Anfang halt gesagt, dass du sehr, sehr große Schmerzen hast. Ja. Permanent. Obwohl du starke Schmerzmittel nimmst. Ja. Das heißt, die Schmerzmittel schlagen gar nicht mehr an. Ja, ich versuche es immer so auszudrücken. Normalerweise, wenn jemand Kopfschmerzen hat und Aspirin nimmt, das ist nach einer halben Stunde meistens gegessen. Mhm. Und ich nehme Schmerzmittel und es ist nicht gegessen. Also wenn dir es alles lindert, aber es die Schmerzen gehen nicht ganz weg. Aber man hat sich das so vorzustellen, dass du letztendlich permanent Schmerzen hast. Ja. Ja. Im Moment sitzt du oder liegst du? Ich sitze. Tut das auch weh, so auf dem Po, wenn man doch, das geht. Das geht. Also, aber nun gibt es, ich habe neulich noch wieder einen Artikel über moderne Schmerztherapien in Deutschland gelesen, was ich sehr interessant fand und wo ich ganz erstaunt war, dass man doch extrem viel machen kann. Und letztendlich war der Tenor dieses Artikels, dass man eigentlich aufgrund dieser modernen Schmerzmedizin muss niemand mehr Schmerzen ertragen müssen. Hast du das Gefühl, dass du da medizinisch nicht richtig versorgt bist? Also ich bin schon richtig versorgt. Nur das hört sich immer so ganz toll an und bin auch beim Schmerztherapeuten und war auch letztens für 4 Wochen in einem Krankenhaus, wo ein Rheumatologe und Schmerz, um eine Schmerztherapie da zu machen. Das ist alles schön und gut und das hilft auch für eine ganz gewisse Zeit und dann geht das gleich wieder von vorne los und meistens ist dann immer, dass man dann wieder auch so einen Rückschlag, auch einen seelischen Rückschlag kriegt, weil man denkt, jetzt hast du das auf dir genommen und bist dafür so lange im Krankenhaus und dann wirkt es dann doch nicht. Wie sieht das denn überhaupt in deiner Familie aus? Gibt es da große Spannungen auch zwischen dir und deinem Mann aufgrund der Erkrankung, weil ihr ja eine normale Ehe gar nicht führen könnt vermutlich? Ja, stellenweise. Oh, seit 1,5 Jahren habe ich ein neues Hobby. Und, nämlich? Nämlich, ich mache Hundesport. Hundesport? Hundesport. Das heißt, du gehst raus mit einem Hund und... Ich gehe raus mit einem Hund und mache dort Gehorsamübungen, also eine normale Sitzplatz und so weiter. Und das lenkt so ein bisschen von den Eheproblemen weg? Nicht nur Eheprobleme, auch, muss ich sagen, sobald ich auf dem Hundeplatz bin,
kann ich vergessen. Kann ich den Schmerz einfach... Ich hatte vorhin am Anfang eine Michaela, als das Fernsehen noch nicht da war. Ja. Da haben wir über Selbsthilfegruppen gesprochen. Hast du für deinen Fall auch so etwas schon mal in ich habe das mal in Angriff genommen. Ja? Und ich war auch in einer Kur, wo dann auch diese Schmerzbewältigungstraining nennt sich das, wo dann auch alle Leute über ihre Schmerzen reden. Also in dem Moment, wie die Michaela gesprochen hat, habe ich nur geschluckt und habe gesagt, also für mich ist das im Gegenteil. Also ist das Schlimmste, was es gibt für mich, Leute zu hören, die jammern. Ach so, also du willst gar nicht mit Gleichgesinnten zusammenkommen? Ich habe eine Freundin, die das Gleiche hat und momentan nehme ich sehr viel Abstand von ihr, weil mich das... noch weiter runterzieht. Genau. Verstehe. Ziemlich weit runterzieht. Also ich erzähle auch weiter so Leuten gar nicht, dass ich krank bin. Also wenn die irgendwann mal sagen, oh Karin, heute ist nicht so gut... Ach, das geht gleich wieder vorbei, ne? Also, weil ich denke, also, ich möchte als gesunder Mensch leben, weil man die Krankheit auch nicht ansehen kann, ne? Ja, dann wünsche ich dir, dass das mit dem neuen Hobby noch weiter vorangeht, weil das ist ja eine gute Perspektive, die einen auch so seelisch irgendwie ein bisschen nach vorne treibt und auch eben ganz klassisch auf andere Gedanken bringt. Ja, natürlich. Und das ist dann irgendwie auch ein bisschen Therapie. Das ist meine Therapie. Ja. Liebe Karin, in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute von Herzen. Ja, vielen Tschüss. Dank. Tschüss. 0800 220 5050. Marion hat sie auch gewählt. Hier unsere heiße Nummer. Hallo, Marion. Hallo. Was ist dein Thema, Marion? Und zwar, dass ich nachts nicht schlafen kann. Ja, deshalb telefonieren wir beide jetzt auch miteinander? Unter anderem. Ich werde jede Nacht geplagt von Albträumen. Jede Nacht? Ja. Und deswegen mache ich nachts nicht mehr einschlafen. Es ist immer ein derselbe Traum von, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, die meisten werden auch drüber lachen. Ich sehe meinen verstorbenen Vater und der ist gestorben, da war ich 2 Jahre alt. Warum sollte man darüber lachen? Weil es für mich klingt ein bisschen banal, viele lachen drüber. Ich finde das überhaupt nicht banal, wenn man über den verstorbenen Vater träumt. Du warst, geh mal auch nur mit dem Mund ein bisschen mehr ans Telefon, das klingt so ein bisschen weit weg alles. Der Vater ist gestorben, als du 2 Jahre alt warst. Ja, genau. Ja. Das heißt, du hast gar keine reale Erinnerung daran. Genau. Ja. Und die Albträume, wann fingen die an? Die fingen vor ungefähr 16 Jahren an. Vor 16 Jahren? Ja. Ich habe das dann erst meinen Eltern erzählt, die haben mir das nicht geglaubt. Das ist so angefangen, pass mal auf, ich bin also dein Vater. Also dem Stiefvater und der Mutter? Meiner Stiefmutter, ja. Ich bin adoptiert worden. Ach so. Also dein leiblicher Vater ist mit gestorben, als du 2 warst und dann bist du adoptiert worden. Mhm. Ja. Ich habe, da hat sich jemand vorgestellt, der wäre mein Vater und den konnte ich berühren, den konnte ich anfassen. Ja. Im Traum? Im Traum. Das war das erste Mal, dass du diesen Traum gehabt hast. Ja. Ist das denn immer seit 16 Jahren exakt derselbe Traum oder variiert der auch etwas? Der variiert. Beschreib mal so eine Szene. So in den Träumen, mal kommt es vor, dass wir uns unterhalten über meine Situation, dass ich zum Beispiel meinen Freund verlassen habe, dass er das gut findet, dass ich jemand Neues gefunden habe, dass dieser Mensch ehrlich ist, dass er diesem auch wohl vertraut. Ja, das klingt aber nicht so nach Albtraum, das klingt doch eigentlich sogar ganz nett, wenn man mit dem Vater im Traum so spricht. Aber seit 4 Monaten jagt mir genau dieser Vater mir voll Angst ein. Weil er mich immer versucht rüberzuziehen auf seine Seite. Er sagt, du kannst jetzt rüberkommen, das ist für dich offen, du kannst diese Schwelle übertreten. Also zum Tod hin. Dieses erst seit 4 Monaten. Ja. Das heißt, mit dem anderen Traum hast du dich irgendwie arrangiert, den es so lange gab, so viele, viele Jahre gab, und jetzt seit 4 Monaten ist es dann eher doch ein Horrortraum. Ja. Es ist ja nicht nur, dass jetzt mein Vater jetzt noch auf mich zukommt, sondern es kommt mein verstorbener Opa, der ist letztes Jahr gestorben. Es kommen meine Freundinnen, die sind auch gestorben. Die kommen alle auf mich zu, ich sehe die richtig. Und die können aber diese unsichtbare Schwelle nicht überschreiten. Das ist jede Nacht oder nur ab und zu? Das ist jede Nacht und deswegen mag ich nicht mehr schlafen, ich bin nachts wach. Ich kann nur noch tagsüber schlafen. Ist denn jetzt, ich habe gerade 4 Jahre gehört, seit 4 Monaten hast du das, ne? Sagtest du.
Ist denn davor, vor 4 Monaten, ist da wieder irgendwas Schlimmes passiert? Gab es einen Todesfall oder hast du irgendwas Schlimmes erlebt? Nee, gar nicht. Gar nicht. Das kam so von heute auf morgen. Das Komische ist, dass genau seit diesen 4 Monaten meine leibliche Mutter, die lebt noch, dass die mir als Schutzengel mich wieder zurück auf meine Seite zieht. Was? Der Schutzengel von der leiblichen Mutter zieht dich? Auf die andere Seite wieder zurück, auf die, wo ich eigentlich hingehöre. Also, ich glaube, das ist ein hochpsychologisches Problem, wozu ich dir gar nichts sagen kann, Marion. Überhaupt gar nichts. Deshalb möchte ich das gleich jetzt sofort weitergeben, das Gespräch, an meine Psychologin hier. Hm? Weil es wahrscheinlich eine komplizierte Ursache hat und eine gravierende Aussage, die wirklich dann nur ein Fachmann oder eine Fachfrau beurteilen kann. Wollen wir es so machen? Ich habe auch schon einen Psychologen nachgefragt, aber der wusste sich auch keinen Rat. Ja. Wir gucken mal weiter jetzt. Du legst auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich an. Okay? Alles klar. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ralf, 40 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, grüß Domian. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass ich schwul bin. Mhm. Und eigentlich schon sehr lange. Ja, Pubertät eigentlich schon. Ja. Nur ich habe das immer verleugnet. Ich habe immer das verdrängt. Habe zwischendurch geheiratet. Mhm. War 12 Jahre verheiratet. Ein Sohn, der 10 Jahre alt ist. Mhm. Und Anfang des Jahres ist die Ehe auseinandergegangen. Ja. Nicht deswegen, aber na gut, es ist halt zu Ende. Und ja, ich habe jetzt einfach den Entschluss gefasst, dass ich mich nicht mehr länger belüge und betrüge und selber und... Ja, ich gratuliere. Dass ich das einfach auslebe, was in mir drinsteckt und was eigentlich raus soll. Ja, ist ein bisschen spät mit 40, aber noch nicht zu spät. Es ist ein bisschen spät, ja, aber ich denke mal, ja doch, der richtige Zeitpunkt. Ja, Anfang des Jahres ist die Ehe kaputt gegangen, ja. Auseinandergegangen. Ja, kaputt gegangen sicherlich schon früher. Ja. Hast du denn während der Zeit monogam gelebt mit deiner Frau? Ja. Ja. Mhm. Wann hast du denn deine ersten Erfahrungen mit einem Mann gemacht, sexuellen Erfahrungen? So vor 4 Wochen circa. Ach, so spät erst. Ja. Ich dachte, das wäre irgendwie heimlich schon mal früher so ein bisschen und angetestet. Gar nichts vorher. Nee, nee. Aber dir war es klar, du bist es irgendwie. Du bist interessiert auch an Männern. Ja. Wie war dir das klar? Ja gut, ich meine, wenn... Die meisten Männer schauen Frauen hinterher und ja. Ich habe halt Männern hinterher geschaut. Nur Männern oder auch schon mal Frauen? Auch schon mal Frauen, ja, aber der Blick hat sich immer irgendwo mehr Richtung Mann gewendet. Ja. Hast du in all den Jahren, hast du das so in dein Bewusstsein kommen lassen? Mensch, ich gucke ja den Typen auf die Ärsche. Ja, ja, doch. Oder hast du irgendwie verdrängt? Ich habe es dann immer wieder irgendwie verdrängt. Mhm. Also... Ich bin eventuell schwul. Dieser Satz ist dir gar nicht ins Gehirn so gedrungen. Doch, ist schon reingedrungen, aber ich habe ihn gleich wieder fortgeschickt. Also, er kam hoch und dann wieder weggedrückt. Ja, genau. Wie war denn die Sexualität zwischen dir und deiner Frau? All die Jahre, ist ja nur eine lange Zeit, während ihr das hier verheiratet wart. Ja, am Anfang, ja gut, es war mit meiner Frau die erste sexuelle Erfahrung überhaupt. Dadurch, dass ich eben am weiblichen Geschlecht nicht so sehr interessiert gewesen bin, ja. Habe ich auch ziemlich lang gebraucht, um überhaupt mal mit einer Frau zusammenzukommen. Ja. Und am Anfang war es schon recht schön, es war etwas Neues, was Besonderes. Und aber so richtig die Befriedigung hat es mir eigentlich nicht gegeben. Aber ihr hattet bis zum Schluss Sex mit mir? In den letzten Jahren eigentlich sehr wenig. Ja. Da war mal ein Jahr dazwischen, wo es gar nichts gab. Da waren mal 1,5 Jahre dazwischen. Mhm. Hast du denn dann, was ja auch lange ist, wenn 1,5 Jahre kein Sex in einer Ehe stattfindet, ist ja fast schon der Killer für eine Ehe. Ne? Ja, ja, ja. Hast du denn, wenn du dann mit deiner Frau geschlafen hast, dich ganz auf die Frau konzentrieren können? Oder warst du in Gedanken doch bei den Männern? Nee, da habe ich mich dann schon auf die Frau konzentriert. Ganz auf die Frau konzentriert. Das schon, ja, aber trotzdem, es hat mir halt nicht das gegeben, was ich mir eigentlich erwartet hatte. Ja, und so heimlich mal ein schwules Pornoheft gekauft oder sowas? Ja, sicher. Das schon? Das schon, ja. Ah ja, dann hast du es ja doch sehr real werden lassen, ne? Ja. Ja. Wann hast du das erste Mal dir so ein Heftchen gekauft? In welchem Alter? Das war so, 3, 4 Jahre vielleicht her. Also auch noch nicht so lange, ne? Nee, ja. Nee, nee.
Wie kam das denn, dass du damals, du sagst, du hast deine Frau relativ spät kennengelernt, weil du dich für Frauen nicht so interessiert hast. Nun war das ja eine Zeit, du bist jetzt 40, so vor 20 Jahren, da war es ja schon alles relativ locker. Warum hast du dich nicht getraut, mal an Typen ranzugehen damals? Ich weiß es nicht. Ich kann es heute noch mal sagen. Wie gesagt, es ist schon so lang her. Und ja. Man verdrängt es halt immer irgendwo dann. Und ja. Hast du deiner Frau das erzählt, was in dir los ist? Noch nicht. Nee. Hast du Angst, dass für sie eine Welt zusammenbricht? Das vielleicht nicht unbedingt, aber es ist alles noch so frisch, ich muss es erstmal selber verarbeiten. Ja. Und ich will schon, dass es eigentlich meine Umwelt mitkriegt, was ich weiß noch nicht so ganz wie und, ja. Und vor allem wann, den richtigen Zeitpunkt. Sollte eigentlich schon demnächst irgendwann sein, aber. Ja, der Anfang, machst du ja gerade hier nur auch in aller Öffentlichkeit. Den Anfang mache ich schon, ja. Klar. Also Trennung von der Frau Anfang des Jahres. Ja. Wann hat sich denn dann so der Schalter in dir umgelegt, dass du gesagt hast, so, das ist für mich jetzt auch eine Zäsur, jetzt lebe ich das, was in mir ist. War das sofort oder hast du dann doch nur lange mit dir gerungen? Denn die ersten Erfahrungen sind ja noch gar nicht so lange her jetzt. Ja. Ich habe schon noch ein bisschen eine Zeit lang mit mir gerungen, bis ich dann so ungefähr, April, Mai rum, möchte ich es mal datieren. Ja. Dann angefangen habe zu sagen, okay, jetzt gehe ich den Schritt, ja. Fange ich das an und. Nun fallen einem ja die nackten, schönen Männer nicht in die Wohnung, auch wenn man entschieden hat, ich will jetzt mal einen Mann haben. Naja, wo hast du den gefunden? War zunächst mal das eine Problem, weil vor allem, selbst wenn man irgendwo einen schönen Mann trifft, man weiß ja nicht, genau. Geht er jetzt den gleichen noch oder ja. Kriegt man gleich die Faust zu sehen oder? Mhm. Letztendlich dann irgendwo übers Internet. Achso, übers Internet. Da gibt es ja so einschlägige Zeiten. Ja. Du könntest ja auch in die Schuleszene gehen und in Kneipen oder in, ja, doch, in Saunen oder auch, was es also gibt. Wie war es denn dann das erste Mal mit einem Typ? War schon ganz schön. Ja. War schon ganz schön. Ja, doch, hat mir schon Befriedigung gegeben, ja. Ja, aber jetzt hast du so Blut geleckt, mhm. Und sagst, da will ich weiter, ja, forschen in dem Bereich. Ich dachte, ich habe den ersten, ja, okay. Und jetzt mittlerweile habe ich einen Mann kennengelernt, vor 3-4 Wochen sowas. Und das ist voll, ich fahre da voll drauf ab. Fährst du voll drauf ab? Ja, ja. Ich habe mich irgendwie, ich würde auch voll in die Sendung morgen passen. Ich habe so richtig Schmetterlinge und Flugzeuge im Bauch. Genau, das passt auch zur Sendung Geschichten rund um den Bauch. Schmetterlinge im Bauch, genau. Ja. Aber sei vorsichtig, wenn es nicht so gut läuft. Es ist genauso schwer, einen guten Typ zu finden, ja. Wie es schwer ist, eine gute Frau zu finden. Ja. Es ist immer schwierig, einen guten Menschen zu finden. Ne? Das stimmt, ja. Aber wir haben vorhin heute Abend, oder gestern Abend, das ist ja schon heute, wir haben so knapp 2 Stunden miteinander telefoniert. Und irgendwann habe ich gesagt, du, das ist mit uns so, wie wenn sich in einem großen Sack Reis 2 einzelne Körner finden, die genau zusammenpassen. Ach, wie romantisch. Ja, ist das so. Also, hör mal, Ralf, was machst du denn beruflich eigentlich? Ich mache Service, Außendienst. Ja. Das heißt jetzt, die ganze Tortur liegt dann auch vor dir, so im Familienkreis, Verwandtschaft und so, irgendwann dieses Outing, wie man das so nennt, zu vollziehen. Ja. Bis hin vielleicht irgendwann sogar im Arbeitsbereich. Eventuell, ja. Ja, das muss aber nicht gleich. Du musst ja gleich nicht mit der Fahne durch die Welt laufen. Ne? Mhm. Hallo Leute, ich bin schwul. Interessiert die Leute auch gar nicht so. Nee. Aber so ein bisschen, so peu à peu sollst du es schon machen. Ja, das will ich auch. Weil das Problem ist, dass ich bin eigentlich ein Mensch, der gern andere dann sein haben lässt, wenn es mir gut geht. Ja. Dein Kind ist 10 Jahre alt, hast du. Ja. Ja. Dem Kind musst du es irgendwann auch erklären. Ja, möchte ich auch so. Ist das ein Sohn? Ja, ne? Ja. Ja. Hast du den guten Draht zu dem Jungen? Ja, doch. Ja. Ja, mit 10 kann man ja schon gut den Kindern was erklären und darüber reden. Ja. Also, Ralf, willkommen in der neuen Welt. Danke. Und viel Erfolg in der Liebe. Mhm, hoffe ich doch. Und steh das durch, was du da jetzt noch durchstehen musst, an wie die Leute reagieren auf dich. Manche reagieren vielleicht nicht so gut auf dich, aber du musst halt durch. Na gut, ich meine, ich reagiere selber. Ja, auch ganz gut drauf, insofern, dass ich, mir fällt vieles jetzt leichter irgendwie. Ja, also, klar, glaube ich. Ja. Jetzt etwas in dem Bereich, auch beruflich oder so, im üblichen Privaten. Eine schwere Last ist von der Seele gefallen. Genau. Ja. Und man geht an vieles sehr viel leichter ran und ich kann bloß jedem einen Rat geben,
der jetzt so in der Zeit ist, so Pubertät oder kurz danach, mhm. und die Gefühle irgendwo hat, Leute, verdrängt es nicht. Also Ralf, toi toi toi. Ja. Alles Gute. Ja. Tschüss. Ja, tschüss. Die Katrin, 34 Jahre, guten Morgen. Hallo Katrin. Hallo. Ja, wir sind dran. Du bist dran. Um was geht's bei dir, Katrin? Und ja, um eine Beziehung. Wieder mit meinem Ex-Freund habe ich wieder hergestellt. Ich bin seit 7 Jahren verheiratet. Er ist auch seit 5 oder 6 Jahren verheiratet. Wird jetzt irgendwann Vater in 4 Wochen. Mhm. Aber ja, wir können voneinander nicht laufen. Achso, es gibt, du bist in einer 7-jährigen Ehe und hast jetzt deinen Ex-Freund von vor der Ehe. Ja. Wieder kennengelernt. Oder wieder getroffen. Ja. Also nein, wir hatten immer Kontakt die ganzen Jahre. Ach so. Also 2 Jahre nicht, wo total Funkstille war. Mhm. Und aber jetzt wieder, seit neuestem? Ja, seit 2 Jahren. Ach, seit 2 Jahren läuft das jetzt schon wieder. Das ja. heißt, das läuft parallel zu der Ehe auch diese 2-jährige ja. Geschichte. Ich habe ein Problem, mein Mann ist im Außendienst tätig, der ist immer im Ausland. Mhm. Und tja. Was tja? Das reicht ja noch nicht aus als Begründung, zu dem Ex wieder zu gehen. Nein, aber die haben uns immer gemocht und waren immer noch Gefühle da gewesen. Mhm. Wie oft siehst du deinen Mann denn? Wir führen eine Wochenendehe. Aber immerhin. Ich dachte jetzt, es wäre noch irgendwie, dass ihr euch nur alle jeden Monat einmal seht oder so. Nein. Das nicht. Eine Wochenendehe. Hm. Ja. Habt ihr Kinder? Nein. Nein. Wie kriegst du das denn für dich so auf die Reihe mit deinem Gewissen, dass da jetzt... Ist schlecht. Ja. Sehr schlecht. Wie oft siehst du deinen Ex-Freund? Deine jetzige neue Affäre? Tja, wir vereinbaren das immer so, wenn seine Frau also nicht im Geschäft ist, dann fahre ich auch dort halt hin. Ne? Ja, die Frage war, wie oft das ist. Ist manchmal im Monat, ich sag mal, 2-mal oder 3-mal, mhm. dann organisiert das auch manchmal eine Freundin von mir. Achso, da sind noch andere Leute. Die arbeitet bei Ihnen auch. Achso, da sind also ein paar Leute, oder zumindest eine Freundin nur eingeweiht. Ja. Mhm. Und dann geht es hauptsächlich um Sex? Ja, aber da sind auch Gefühle im Spiel. Ja, absolut. Und wie ist der Sex mit deinem Ehemann? Auch gut. Auch gut. Ja, also das ist ja das Problem, dass ich 2 Männer... Du nimmst dir so alles, was kommt. Also was nicht, was kommt... Für beide Männer. Ja, aber du sagst es nicht beiden. Oh doch, also ich sage, dass ich meinen Mann liebe. Und ja, das ist mir schon klar. Das ist schon klar. Aber dein Mann sagst du nicht, dass du da noch einen anderen liebst. Der andere, sagst du denn dem anderen, dass du deinen Ehemann auch liebst? Dem Ex? Ja, er weiß, dass ich meinen Mann nie verlassen würde, ne? Was, dass du deinen Mann? Dass ich meinen Mann nie verlassen würde. Das weiß er. Mhm. Ja. Mhm. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Du gehst seit 2 Jahren fremd, permanent fremd. Ja. Ist das in Ordnung? Nein. Hm. Was würde dein Mann dazu sagen, wenn er das erfahren würde? Würde für ihn von innerlichen total mit ihm mitnehmen, total, ne? Hm. Jetzt geht dein Akku gerade zu Ende. Ja, genau. Das ist natürlich eine sehr unglückliche Voraussetzung für ein Gespräch. Pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Du kümmerst dich um deinen Akku und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Okay, danke. Okay, Katrin, tschüss. Ja, klar. Thorsten, 29. Moin. Hallo, Domian. Hallo, Thorsten. Warte mal eben ganz kurz, bitte. Ich soll mal eben kurz warten. Hallo? So, Entschuldigung, ich habe so schnell nicht mitgerechnet gehabt. Ja. Um was geht's, Thorsten? Ja, um was geht's? Ziemlich großes Problem. Und zwar, ich habe vor 3 Wochen im RTL-SMS-Chat ein Ehepaar kennengelernt, ein türkisches. Mhm. Die haben einen Mann gesucht für Sex zu dritt. Mhm. Darauf habe ich mich einfach aus Neugier, sage ich mal, gemeldet. Habe dann
circa eine Woche lang Kontakt mit der Frau gehabt, telefonisch und per SMS. Der Mann ist der deutschen Sprache nicht so sehr mächtig, deshalb habe ich nur Kontakt mit ihr gehabt. Und ja, wir haben uns eigentlich von Anfang an sehr gut verstanden. Und ja, dann kam dieser Tag, wo ich zu denen hingefahren bin, zu den beiden. Die wohnen circa 50 Kilometer von mir weg. Mhm. Und ja, wie man dann so schön sagt, Liebe auf den ersten Blick, war es bei mir zu ihr und umgekehrt genauso. Mhm. Ich habe bei denen dann das ganze Wochenende verbracht. Wir waren auch zusammen oder zu dritt im Bett. Ja. Und für dich zum ersten Mal so eine Erfahrung mit einem Paar? Ja. Ja. Und wie war das, die Erfahrung zu dritt? Es geht. Also es war, er hat dabei gestört, sage ich mal. Also, ja. Also du wärst am liebsten mit ihr alleine gewesen. Richtig, ja. Richtig. Mhm. Habt ihr denn, wenn dann so richtig zu dritt oder entweder nur du mit ihr und er zugeguckt? Nee, auch richtig zu dritt. Richtig also, zu dritt, ja. Auch, dass ich sie, ich sag mal vorne und er sie dann anal, ja. Also dass wir beide mit zugleich mit ihr geschlafen ja. haben. Ja. Und ja, also es war auch von ihrer Seite aus mehr als nur Sex, beziehungsweise also es sind schon Gefühle von ihr auch entstanden. Ja. Habt ihr denn überhaupt viel geredet denn dann oder war das mehr Bett, das Wochenende? Nee, also im Bett war es eigentlich mehr nur abends, nachts. Tagsüber haben wir, beziehungsweise hauptsächlich sie und ich, viel miteinander geredet. Ja. Wenn er nicht dabei war, wenn er irgendwie auf Toilette war oder einkaufen war, was auch immer, dann haben... So, das war das Wochenende, das erste Wochenende. Richtig. Wie ging es danach weiter? Wie ging es danach weiter? Ja, sie hat den Kontakt zu ihm mehr oder weniger nicht abgebrochen. Das ist das verkehrte Wort. Also sie hat sich sehr zu ihm distanziert. Wie, das ist doch ihr Mann. Ja, es ist ihr Mann. Sie ist Türkin, er ist Türke. Ja. Und er wurde ihr vor 15 Jahren, sage ich mal, zugeheiratet. Mhm. Also sie musste ihn heiraten. Gut, aber da ist ja jetzt nicht so viel Zeit vergangen. Nur aufgrund des einen Wochenendes mit dir hat sie sich von ihrem Mann abgewendet? Nicht wegen dem einen Wochenende. Sie war in den ganzen 15 Jahren nie glücklich mit ihm. Ja. Sie hat aber nie sagen können, wegen ihrer Staatsbürgerschaft. Ich muss das mal zeitlich ein bisschen einordnen. Du warst ja an dem Wochenende da. Ja. Wie viel Zeit ist jetzt vergangen, von diesem Wochenende bis heute? 2,5 Wochen. 2,5 Wochen. Wie oft hast du sie in diesen 2,5 Wochen gesehen? 2-mal. Mhm. Täglich telefoniert, mehrere Stunden und... Ja. Also wir verstehen uns blind. Das habe ich noch nie gehabt für eine Frau und sie auch noch nie für einen Mann, sagt sie. Das heißt, durch diese kleine Geschichte mit dem Chat oder mit der, das war eine RTL, SMS oder was das da war. Richtig. Ist jetzt eine Verliebtheit entstanden? Das ist, glaube ich, schon ein bisschen mehr wie nur Verliebtheit. Naja, nun langsam. Ja. Verliebt ist ja auch schon ganz schön viel. Ja. Wir wollen jetzt nicht gleich sagen, dass es die ganz große Liebe ist, dafür ist das noch zu frisch. Das wollen wir ein bisschen runterfahren. Verliebt ist ja auch schon. So, jetzt ist sie aber, wie lange ist sie verheiratet? Länger schon, hast du gesagt, ne? 15 Jahre. Genau. Das ist ja nun eine verdammt lange Zeit. Da kommt man ja auch nicht so raus. Und ich weiß nicht, wie das in der traditionell türkischen Ehe ist, wie einfach da eine Frau rauskommt, weiß ich nicht. Genau das ist das Problem. Das ist meine Angst und auch ihre Angst. Sie hat vor 2 Jahren schon mal die Scheidung eingereicht. Sie ist von ihrem Mann damals geschlagen worden, mit einem Messer bedroht worden, hat ihn angezeigt. Es ist gegen ihn auch eine Strafe verhängt worden. Nur sie hat dann letztendlich die Anzeige wieder zurückgezogen, auf Druck ihrer Eltern. Ja. Auf Druck ihrer Geschwister, sie ist bedroht worden, das kannst du nicht machen, du musst bei dem Mann bleiben. Ja, das heißt, also sie hat jetzt im Moment auch große Angst, ihre Gefühle sind klar, sie hat offensichtlich keine Gefühle mehr oder wenig Gefühle für ihren Mann. Nichts mehr, sie hat die Scheidung auch wieder eingereicht, ich war jetzt der Auslöser, dass sie es wieder gemacht hat. Ach so. Mhm.
Wie sie hat so schnell jetzt die Scheidung eingereicht, nachdem sie dich kennengelernt hat? Richtig, richtig. Ah, ja. Und also, wie ist die Stimmung bei denen zu Hause? Sie wird von ihm im Moment in Worten fertig gemacht. Also er macht sie wirklich fertig. Sie ist nervlich total am Ende. Und sie weiß auch nicht, sagt sie, ob sie es schafft oder ob sie sich irgendwie versucht umzubringen. Und sie ist völlig am Ende im Moment. Weiß sie denn, weiß er denn, dass du damit zusammenhängst? Nein, das weiß er nicht. Also das halten wir geheim. Ja. Das weiß er noch nicht, weil dann wird er völlig durchdrehen. Dann hättest du auch Angst um Leib und Leben? Nein, nein. Außer meiner Telefonnummer weiß er nichts von mir. Er weiß nicht, wo ich wohne. Insofern brauche ich im Moment direkt keine Angst um mich zu haben. Also, jetzt ist aber die Frau in großen Nöten und in großen Konflikten. Und ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt da stehst und siehst das, kriegst es mit und weißt nicht so recht, wie du ihr helfen sollst, außer dass du für sie da bist. Genau. Ja, das ist ja auch eine sehr, sehr, sehr komplizierte Geschichte. Ja. Das heißt, du hast auch jetzt auch bei mir angerufen, um vielleicht da irgendwie einen Tipp zu kriegen, nicht um dir zu helfen, sondern um ihr zu helfen. Richtig, genau deshalb. Ja. Da wir immer wieder und häufig mit solchen Sachen konfrontiert sind, wollen wir das auch versuchen? Das machen wir aber jetzt hier nicht auf dem Sender, sondern du legst auf und dich rufen wir gleich nochmal an. Ja. Und dann hoffen wir, dass wir vielleicht so einen kleinen Tipps über dich an die Frau weitergeben können. Okay? Das wäre super, Domian. So machen wir es draußen. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Ja, okay. Okay, tschüss. Schön. Ciao. Mindy ist hier. Ich weiß nicht, wer oder was Mindy ist. Ja, ich bin Mindy. Das ist Mindy, ein Mädel. Ja. 23 Jahre alt. Ja. Und Mindy ist bestimmt ein Kosename. Nein, das ist mein richtiger Name. Echt? Ja. Mindy, woher kommt das? Ich glaube aus dem Amerikanischen. Echt? Die nennen ihre Kinder Mindy? Ja. Das ist ja ein Ding. Ich habe mal jemanden kennengelernt, die hieß mit Vornamen Charity. Charity? Krass, ne? Ja, ein komischer Name. Ja, so sind die Amis. Ja. So sind die Amis. Aber du bist keine Amerikanerin. Nein, ich bin gebürtige Deutsche. Das ist sehr schön zu hören. Sonst hätte ich dich jetzt gefragt, hast du etwa auch Arnold Schwarzenegger gewählt, wenn du denn aus Kalifornien gekommen wärst? Die wählen ja alles da. Ja. Mindy, um was geht's denn? Es geht darum, dass ich nach dem Sex seit ungefähr einem Jahr Schmerzen im After habe. Obwohl ich keinen Analsex habe. Oh, jetzt fragst du mich natürlich, jetzt müsste ich ja gynäkologische Fähigkeiten haben, oder? Ja, ich war damit schon beim Frauenarzt und sie meinte, es könnte vielleicht daran liegen, dass mein Freund zu unzärtlich zu mir ist. Genau das habe ich auch gerade gedacht. Der nimmt dich zu hart ran. Ja. Und ist es so? Ja, eigentlich mittlerweile nicht mehr. Also er achtet jetzt schon sehr darauf, vorsichtig zu sein. Es war vorher auch nicht so, dass er jetzt irgendwie wild rumgestoßen hat oder sonst was. Hm. Aber es tut danach halt tierisch weh. Ich kann kaum sitzen, ich kann nicht stehen und ja, es wird einfach nicht besser. Das ist aber sonderbar, das habe ich noch nie gehört. Ja, aber es tut tierisch weh und ich weiß auch echt nicht mehr, was ich da machen kann. Und die Gynäkologin hatte auch keinen weiteren Rat, außer dem Rat, dass der Freund ein bisschen zärtlicher sein soll? Ja. Und hat dir nicht viel weitergeholfen? Nein. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ist es denn so heftig? Dass, ja, ich kann danach, also... Nein. Ist er denn so heftig? Nein. Nein. Da ist er. Oder? Warte, da kommt gerade mein Freund. Das heißt, du möchtest nicht weitersprechen? Doch, ich möchte schon weitersprechen. Ach so, ja. Nicht, dass ihm das peinlich ist. Nein, ihm ist das nicht peinlich, glaube ich. Aber er darf nicht dazwischen quatschen jetzt. Du darfst nicht dazwischen quatschen. Simon, sei mal bitte im Leisen. Okay, es geht hier um ein Problem, was ich schon seit einem Jahr habe. Ja. Weißt du, was mir gerade spontan eingefallen ist dazu? Ich weiß gar nicht, vielleicht hat es ja direkt gar nicht mit dem Sex zu tun, denn der Sex ist nur irgendein Auslöser für irgendetwas anderes. Ich rede jetzt ein bisschen mal aus der medizinischen Küchenecke. Ich würde an der Stelle mal einen Proktologen aufsuchen, einen Darmspezialisten. Einen Darmspezialisten? Ja, um einfach mal das abzuklären, ob im Darmbereich alles in Ordnung ist. Ja, aber wie kann das denn angehen? Ich meine, ich habe ja normalen Sex. Ich weiß es auch nicht. Wenn die Gynäkologin es schon nicht weiß, dann weiß ich es natürlich auch nicht. Aber das wäre meine erste Überlegung, wäre Gynäkologe, zweite Überlegung wäre ein Proktologe. Einfach mal eine Untersuchung machen zu lassen. Ja. Also, sonst wüsste ich da überhaupt gar nichts zu sagen. Ich wundere mich auch, dass die Ärztin das nicht zu dir gesagt hat. Ja, das frage ich mich auch. Und ich habe mit meiner Mutter auch schon darüber gesprochen. Die weiß auch keinen Rat. Ja. Also das macht mir auch echt
Angst irgendwie. Ja, so. Das ist aber nur auch keine große Aktion, mal eine Untersuchung machen zu lassen bei einem solchen Arzt. Und dann hast du das zumindest auch schon mal abgeklärt. Und du hast noch einen neuen Arzt hinzugezogen. Vielleicht hat der wieder eine Idee. Ja, das könnte ich natürlich machen. Mach das mal. Mehr kann ich dir gar nicht sagen. Mhm. So, jetzt kümmere dich um deinen Freund. Und der soll zärtlich sein mit dir. Ja, der ist ja zärtlich zu mir. Und der war vorher auch zärtlich, aber... Ja, das habe ich schon verstanden. Das meinte ich jetzt auch nur als Scherz. Ach so. Okay. Grüß ihn herzlich. Ja, mach. Den Simon, so heißt er, ne? Ja. Okay. Tschüss. Tschüss. So, jetzt habe ich die Katrin nochmal von vorhin. Hallo Katrin. Hallo. Jetzt ist der Akku wieder geladen. Ich hoffe auch. Jetzt haben wir nun nicht so ganz viel Zeit, aber ein klein bisschen können wir noch weiterreden. Ja. Also, da gibt es, ich fasse es nochmal zusammen, seit 2 Jahren, du bist seit 7 Jahren verheiratet. So war es, ne? Und seit 2 Jahren hast du wieder eine Beziehung zu deinem Ex-Freund von früher. Ja, genau. Und wir waren so an dem Punkt stehen geblieben, wie kriegst du das mit deinem Gewissen klar? Schlecht. Mhm. Wie denkst du denn, wie das so weitergehen soll? Irgendwie ist das ja eigentlich kein gutes Lebensmodell. Ich weiß es auch nicht eigentlich, wie es weitergehen soll. Ja. Wie sind denn deine Gefühle zu deinem Ehemann? Sehr stark eigentlich. Du hast gerade gesagt, du liebst ihn. Ja. Ist es so ein Gefühl, dass du sagst, das ist wirklich so mein, es ist eigentlich schon meine große Liebe? Ja. Den anderen mag ich, ist es auch. Mhm. Und das erste Mal gesehen haben, damals habe ich immer gesagt, das ist mein Mann, den ich heirate. Ah ja. Ja. Wenn du jetzt entscheiden solltest, so zwischen den Gefühlen, die du zu deinem Ehemann hast und zu dem Ex hast, wenn du da so sagen würdest, zu wem sind die Gefühle doch stärker? Zu meinem Mann. So, das war's. Das war die Aussage, Katrin. Dann wirst du das schön bleiben lassen demnächst mit dem Ex-Mann, mit dem Ex-Freund. Man muss ja irgendwo eine Entscheidung fällen im Leben, auch wenn es einem schon mal schwer fällt. Ich habe das Problem, wenn ich ihn auch sehe, mein Ex-Freund, dass immer wieder Schmetterlinge da sind im Bauch. Gut. Was meinst du, wie viele Schmetterlinge viele Menschen immer wieder so haben im Leben? Aber man muss ja auch mal eine Entscheidung treffen und man muss sich auch mal für einen Weg auf einen Weg begeben und nicht einfach so alles so machen, weil man vielleicht ein bisschen Bock drauf hat. Und du hast zu mir gesagt, die größten Gefühle, das wichtigste Gefühl hast du zu deinem Ehemann. Meine wichtigste Person im Leben ist mein Mann. So, Mann, da muss man doch wirklich auch verdammt normal sagen, okay, dafür opfer ich dann auch vielleicht diese kleinen Schmetterlinge, die ich im Bauch habe, meinem Ex gegenüber. Du kannst ja doch nicht alles einstecken, was dir da präsentiert wird. Okay. Ja, ich will dich ja nicht beschimpfen, aber ich sag's ja nur mal so klar. Ja. Was sagt denn dein Ex, der ist ja nur auch in festen Händen, wie du mir erzählt hast vorhin. Mhm. Wie stellt er sich das denn vor, wie das so weitergehen soll? Der ist sehr schwierig. Mhm. Der ist, den muss man zu wissen, ne? Wie er ist halt. Der ist einmal heute so und einmal morgen so wieder. Aha. Also er hat keine klare Haltung dazu. Er macht das auch für... Ja, er sagt, er liebt mich auch, aber jetzt kommt das Kind halt und... Also geht bei ihm auch das... Vielleicht ändert sich alles mal im Leben oder wenn das Kind da ist halt. Naja, das sind aber alles jetzt so hohle Sätze. Ich würde für dich, ich würde dir raten, Katrin, auch so für dein eigenes Gefühl, für dein Selbstverständnis, auch für deine Selbstachtung, diese Sache wirklich zu unterbinden und mich ganz auf den Mann zu konzentrieren, auf den Menschen, den ich am meisten liebe und der mir das Wichtigste im Leben ist. Ja, das ist mein Mann. So, alles Gute von Herzen. Okay, danke. Tschüss, Katrin. Ja. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Michael Jansen. Morgen Thema bei uns. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Das Thema heißt Geschichten rund um den Bauch. Ich möchte gerne mit euch reden über alles, was irgendwie so mit Bauch zu tun hat. Bauchkrankheiten, Bauchsex, Bauchschönheitsoperationen, Blähungen. Ich weiß nicht. Es gibt ganz viele Dinge, die irgendwie um und mit dem Bauch passieren. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 sind wir hier im Fernsehen, im WDR Fernsehen und im Radio bei 1 Live. Gute Nacht, schöne Nacht. Bis morgen.